Heute spielen wir Minecraft One Block auf dieser neuen geupdateten 1.19.4 Map, die auch schon ganz viele aller neue Items mit sich bringt. Und das sehen wir jetzt auch schon gleich. Da würde ich einfach mal sagen, dass wir loslegen und viel Spaß. Wir stehen hier, wie gesagt, auf einem großen oder auf einem einzelnen Block, eher gesagt. Und um uns herum ist gar nichts, außer halt dieser eine Block und eine schöne Borde, eine schöne Abgrenzung praktisch, damit wir nicht irgendwo anders hin können, erstmal nicht. Es gibt viele verschiedene neue Advancements, unter anderem hier ein paar, oder hier allgemein so ein Starter-Ding. Welcome to One Block, Start of the Block. Da muss man, denke ich, einfach diesen Dirt-Block abbauen. Dann hier Dirt platzieren, Cobblestone obtainen und so. Genau. Sieht ganz chillig aus, deswegen habe ich gerade, ich spiele es jetzt einfach mal. Und da bauen wir es direkt mal ab. Okay. Borkus, okay. Ja, so ein bisschen Borkus haben wir ja schon. Break the block, okay. Dann machen wir einfach mal weiter. Ich habe jetzt gar nichts bekommen. Aber jetzt, okay. Okay, es leckt ein bisschen. Kann ich hier nochmal was umstellen? Render Distance könnten wir vielleicht runterstellen. Simulations kann man, glaube ich, auch runterstellen. Jetzt sollte er nicht mehr ganz so lecken. Und wir bauen dann einfach weiter mal ab, würde ich sagen. Der Sinn hier ist natürlich, eine eigene schöne Welt aufzubauen. Wie viele Videos ich jetzt machen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, ich werde jetzt hier einfach erstmal so eine kleinere Basis bauen, nach und nach. Und das ist richtig satisfying, dass hier die Blöcke nicht runterfallen, sondern einfach nach oben geschossen werden erstmal. Und auf diesem Block einfach landen. Das ist ziemlich cool. Und die Base nimmt schon langsam Form an. Mal gucken, was wir dann hier so nach und nach machen. Das ist aber ziemlich spannend. Weil ich habe das vorher noch nie gespielt. Außer ich habe mal, ich glaube, diese Border-Map gespielt, wo man dann durch Achievements dann damals noch die Border erweitern konnte. Und hier kann man es anscheinend auch irgendwie machen. Aber so eine One-Block-Welt an sich habe ich bisher noch nicht gespielt. Da denke ich, das ist auch ganz cool, eigentlich mal zuzusehen. Und da wir jetzt hier... Okay, Pokers. Okay, mine the block 30 times. Also 30 mal das abbauen. Da denke ich, dass wir hier erstmal Dirt platzieren sollen. 20. Ein bisschen abbauen. Und dann 30 mal abbauen und 20 mal platzieren. So rum. Ich denke, das bekommen wir irgendwie hin. Genau. Ich denke, das bekommen wir irgendwie hin. Genau. Da haben wir es jetzt reingebaut. Und ich würde sagen, dass wir dann auch gleich Cobblestone bekommen dürften. Das dürfte dann nicht so lange auf sich warten lassen. Im Moment ist halt wirklich nur Dirt, sonst gar nichts. Aber, Holz, geil. Genau, wo es jetzt sagt, perfekt. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das selber schon mal gespielt habt oder so. Oder was ihr allgemein für Maps gespielt habt. Und da würde ich sagen, dass wir... Hier ist auch das Grasbock gewachsen. Wir sind auch gerade in einem Plains-Biom. Von daher relativ chill. Wie gesagt, das hier ist mit einem Block, der kann nicht kaputt gehen. Drumherum kann natürlich alles kaputt gehen, jetzt man es hier so. Und zeigen einfach. Aber das sollte man natürlich auch machen. Ich glaube, man kann auch nicht sterben. Ich habe aber keine Lust, das halt auch zu probieren, wirklich. Aber ich meine, es gibt auch ein Achievement oder Advancement, dass man dann sterben muss am Ende. Oder irgendwann. Kommt auch eins. Ich habe aber keine Lust, jetzt schon auszuprobieren. Am Ende hat man dann sein ganzes Zeug weg. Was jetzt aber eigentlich gar nicht so schlimm wäre, da man ja eh neues Zeug bekommt. Weiß auch nicht, ob... Und wir quarten uns jetzt erstmal hier so ein bisschen. Denn da haben wir jetzt erst unsere erste Workbench. Und damit kann man die ersten Tools machen, würde ich sagen. Das ist echt ziemlich cool. Was sich am meisten lohnt, ist gerade eine Schaufel und eine Spitzhacke. Genau. Die craften wir uns jetzt mal schnell. Ich glaube, die lohnt sich so am meisten mit. Hier vielleicht auch ganz praktisch. Ich glaube, wir bekommen auch gleich Stein. Movestone. Oh mein Gott. One Block Trader. Oha. Hallo? Was hast du für Angebote? Okay, 4 Loks zu einem Eisen. Ah. Lohnt sich das schon? Kann man ihn upgraden? Wir machen es jetzt einfach mal. Wie wollen wir dich nennen? Ich nenne dich Günther. Okay. Damit Günther jetzt nicht runterfällt, setzen wir vielleicht ein Boot rein, aber der despawnt ja eh nicht. Ich glaube, der rennt eh nicht runter. Dann haben wir hier so ein bisschen. Oh, da könnten wir auch direkt mal nach Home machen, damit man dann theoretisch bessere Crops rausbekommt. Oh, das hat sich geupgradet. Geil. Gewisse Ting, das sind andere. Oh Gott. Okay, Dirt. Machen wir mal. Okay, Essen. Essen ist sehr wichtig. Sehr wichtiges Essen. Okay. Dann Seeds. Okay, dafür habe ich gerade nicht genug. Gunpowder. Okay, Gold. Da bräuchten wir halt irgendwann wirklich Stein. Damit wir das hinbekommen. Okay, jetzt kommt eine Strähne mit Stein. Das ist ziemlich cool. Okay, damit könnten wir jetzt erstmal... Was macht der? Das ist der, ne? Okay. Ich glaube, schlau wäre erstmal, wenn wir einen Ofen machen. Was den? Das wäre, glaube ich, ganz schlau. Da brauchen wir 8 Stück. 6, 7 und 8. Dann machen wir jetzt erstmal einen Ofen.
Können wir da noch Zeug drin braten, theoretisch? Stellen wir hier hin. Welcher bist du jetzt? Hier, okay. Da brauchen wir 5 Eisen für den Wassereimer. Das ist schon mal sehr gut, wenn wir das hätten. Ziemlich teuer eigentlich, oder? Hä? Muss ich dann 5 bezahlen? Na, wir bauen jetzt mal weiter ab. Ich glaube, das Beste ist jetzt, wenn man irgendwie eine Steinaxt macht. Spitzhacke macht, eher gesagt. Ich glaube, das ist doch ziemlich praktisch. Aber ich finde es echt cool bisher. Macht Spaß. Am Anfang ist es ein bisschen eintönig, aber das ist ja auch der Sinn, wenn man so eine begrenzte Fläche hat. Jetzt könnte man theoretisch hier hingehen. Oh, es regnet auch noch. Perfekt. Könnten wir hier die Karotten anbauen. Aber ich baue jetzt erstmal nochmal hier so mit unserem Dirt. Baue ich hier noch eine Fläche ein bisschen weiter aus. Fläche ja nie schaden kann. Und das ist ganz cool. Dann ist das jetzt so unser aktueller Stand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.